Hallo und herzlich willkommen. Ein weiteres Video steht an. Thema heute Langhanteltraining. Und ich habe dir zu dem Zweck ein Prime Pump Set mitgebracht. Das siehst du hier. Ich zeige dir mal gerade die Scheiben. Die halte ich mal in die Kamera rein, weil die sind total angenehm. Die haben also nicht nur diese Griffmulde hier. Kann man also wunderbar auch als Kurzhantel verwenden. Das werden wir also auch einbauen in die Stunde. Und die haben sondern auch noch so einen ganz angenehmen, flockigen Überzug. Also super angenehm damit zu arbeiten. Ich werde heute ein komplettes Programm durcharbeiten für die großen Muskelgruppen. Ich werde entsprechend eine Bewegung umsetzen. Aufgrund des Zeitmangels, den wir natürlich haben mit jedem Video, werde ich jede Übung eine Minute lang machen. Die einzelnen Optionen werde ich dann dort entsprechend einbauen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Bis gleich. Ja, und das Programm ist jetzt so aufgebaut, dass ich von den großen zu den kleinen Muskelgruppen arbeiten werde. Heißt, ich fange mit dem höchsten Gewicht an. In dem Fall ist es jetzt auch so, das Set hat also 16 Kilogramm. Ich werde die großen Muskelgruppen alle damit bearbeiten. Du musst natürlich dann rausfiltern für dich in deiner Stunde, welches das Gewicht ist, was du am besten verwenden kannst. Die Hantelstange, wie gesagt, oder das Komplettset hat 16 Kilogramm, 2x 4 Kilogramm, 2x 2 Kilogramm, 2x 1 Kilogramm, 2x 0,5 und dann noch die Stange dazu, die ist aber sehr leicht. Und ich werde gleich dann mit dem schwersten mal anfangen, das sind dann Squats, da kann man normal so am meisten Gewicht draufpacken und da gehen wir jetzt direkt mal an. Ja, und sinngemäß arbeiten wir bei dem Programm von den großen zu den kleinen Muskelgruppen. Die Hantelstange oder das Komplettset hat 16 Kilogramm. So kannst du dann mit deinen Teilnehmern oder auch in deiner eigenen Stunde von den höheren Gewichten abbauen zu den kleineren Einheiten, sodass du nicht immer hin und her wechseln musst. Aufbauen, abbauen, das ist immer ein bisschen nervig. Wir fangen mit dem Schwersten an. Erste Übung sind Squats. Beine, Oberschenkel können natürlich normalerweise viel Gewicht bewegen. Lege das Gewicht hier auf die Schultern drauf. Ein leicht überweiter Stand. Ich drehe mich mal diagonal. Ich denke mal, so kann man mich am besten erkennen in der Bewegung. Die Hantelstange liegt nicht zu weit oben, sondern liegt richtig auf dem Nacken auf, sodass es also angenehm ist für dich. Fußspitzen leicht außen. Und ich fange an mit dem bewährten alten Squat. Und gehe nach unten. Ich mache das erstmal im ganz normalen halben Tempo. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller im normalen Tempo, sodass also vier Taktschläge eine Bewegung hat. Eine Option, die du machen kannst, Knieheben dazu. Nächste Option, die ich hier anbieten kann, ist Hantelstange über dem Kopf. Der Stand ist jetzt etwas weiter. Fußspitzen außen. Und jetzt wird es anstrengend, weil du musst die Hantelstange in der richtigen Position halten und dann nach oben gehen. Ich noch einen von. Okay. Auf geht's zur nächsten Übung. Nächste Muskelgruppe, Rücken. Gut, und zwar ist das eine Kombination aus Kreuzheben und Rudern, vorgebeugt. Mit dem Kreuzheben fange ich an, Griff ist überschulterweit und die Hantelstange führst du sehr körpernah, jetzt nach hier unten bis auf Kniehöhe. Achte darauf, dass du den Rücken nicht rund machst. Das wird auch falsch gemacht, sondern den Rücken gerade halten und wirklich körpernah arbeiten mit der Hantelstange. Und das kann ich dann auch etwas schneller machen. Mache ich noch vier von. Die nächste Übung, die ich gleich direkt hinten anschließe, ist Rudern vorgebeugt. Und da gehe ich runter und bleibe in der Position und arbeite hier
Richtung Bauchnabel. Ellbogen nach hinten. Immer auf deinen Rücken achten, ganz wichtig. Die beiden Bewegungen, die wir jetzt gerade gemacht haben und die ich gerade gemacht habe, das Kreuzheben und das Ruder vorgebeugt, das kannst du auch noch zusammenfassen in einer kleinen Kombo. Und in dem Fall würdest du zweimal Kreuzheben machen und dann rudern dreimal. Und kommst wieder nach oben. Zweimal Kreuzheben. Runter, rudern und wieder nach oben. Mache ich nochmal. Zweimal Kreuzheben und rudern. Gut. Ja, die nächste Muskelgruppe sind die Schultern. Ich kann dir jetzt idealerweise auch mal zeigen, wie man das Teil hier auseinanderbauen kann. Und zwar sind hier einfach so Klemmverschlüsse dran, so Fehlerverschlüsse. Kann man einfach zusammendrücken und rausziehen. Beiden Seiten natürlich. So, und ich greife mir jetzt mal die 4 Kilogramm Scheibe, die grüne. Dann brauche ich noch den Step dazu. Ich stelle mal so hin einfach. Und zwar setze ich mich jetzt einfach ans Kopfende. Oberkörper bleibt gerade. Versuche mal eine bequeme Position zu finden. Und jetzt arbeite ich einfach im Seitheben. Wichtig bei der Übung ist, dass die Ellbogen hinten oben bleiben. Also nicht so arbeiten, sondern wirklich die Ellbogen hinten oben halten. Der Handrücken bleibt oben, also nicht wegkippen, das wird oft gemacht. Aber wir wollen ja den mittleren Anteil von der Schultermuskulatur trainieren. Deswegen Handrücken nach oben. Also die Hantelscheiben liegen wirklich super angenehm in der Hand. Das ist wie eine Kurzhantel, also sehr, sehr cool. Stück davon. Zwei noch. Und der letzte. Okay. Nächste Übung findet mit denselben Gewichten statt. Und es geht dabei um fliegende Bewegung für die Brustmuskulatur. Ja, und dafür brauchst du neben dem Step, wenn du das ein bisschen angenehmer haben möchtest für den Rücken, auch noch eine Matte. Die kannst du einfach so auf den Step legen. Die Scheiben natürlich. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich mich mit dem Rücken so ein bisschen zu dir drehe. So kann man die Bewegung wahrscheinlich am leichtesten erkennen und sehen. Ich gehe einfach auf den Step drauf. Vielleicht die Beine so anwinkeln. Die Handelscheiben sind hier oben. Die Ellbogen ganz leicht gebeugt. Handgelenk stabilisieren, also nicht so wegknicken, sondern gerade bleiben. Und wir arbeiten jetzt in einem Halbkreis nach hier unten und nach oben. Kann man also super, super die Brustmuskulatur isolieren. Also der Trizep ausgeschaltet. Und das im normalen Tempo noch. Und weiter geht's zur nächsten Übung. Die nächste Übung, Bizep Curls mit der Stange. Ich habe die Hantelstange mal wieder zusammengebastelt. 16 Kilogramm sind drauf. Schulter.
Schulterweiter Stand, Fußspitze leicht außen, leicht ins Plié, also leicht Knie gebeugt, Schultern tief halten, Ellbogen am Körper und nur durch das Beugen der Arme heben und senken. Also Bizep Curl, ganz kontrolliert ausführen. Steht dir natürlich frei, auch alle möglichen Rhythmusvariationen zu machen, wie zum Beispiel 1, 2, 3, einmal nach unten. 1, 2, 3, einmal nach unten. 2, 3, einmal nach unten. Genau, das waren die Bizep Curls und wir kommen zur nächsten Übung. Die nächste Übung ist der sogenannte Trizep Curl im Liegen, im Umgangssprachgebrauch auch der Nasenbrecher genannt. Und warum der so heißt, das zeige ich dir jetzt mal. Du setzt dich einfach hier wieder auf das Kopfende des Steps, Matte drauf, Handelstange, relativ eng fassen, also schulterweit. Und ganz wichtig ist jetzt, dass, ich hebe auch mal die Beine gerade an, ganz wichtig ist, dass du jetzt die Arme ganz leicht nach hinten bringst, dann nur im Ellbogen beugen, das Ganze Richtung Stirn, Nase und wieder nach oben. Und man weiß, du kannst jetzt schon sehen, warum das Ding Nasenbrecher heißt. Was ich meinen Teilnehmern gerne schon mal anbiete, ist, dass ich ihnen sagen, die sollen noch weiter nach hinten gehen und sollen dann hier arbeiten. Das ist also noch isolierter. Und immer die Ellbogen zusammenhalten, das ist ganz wichtig. Also nicht so nach außen driften, sondern also wirklich eng zusammenhalten. Ich selber bevorzuge also die Stange hier hin zu bewegen, also Richtung Stirn, Nase. Okay. Diese Bewegung könntest du jetzt auch noch kombinieren mit Bankdrücken eng. Bankdrücken eng werde ich in einer der nächsten Trainingssessions mal zeigen und dann werde ich das auch mal kombinieren. Man könnte also wunderbar die Curls machen und dazu dann Bankdrücken eng. Das waren erstmal die Übungen mit der Stange und mit der Hantel. Zum Abschluss folgt traditionell natürlich beim Langhanteltraining noch ein Bauchtraining. Das machen wir ganz normal mit der Matte unter Zuhilfenahme des Steps. Ja, und dazu einfach die Fersen auf den Step, auf die Matte ablegen, Körper. Ellbogen außen halten, Hände im Nacken. Und jetzt arbeitest du einfach mit dem Oberkörper. Rücken liegt am Boden auf, also das Becken ein bisschen kippen. Und jetzt arbeitest du einfach nach hier oben. Schulterblätter vom Boden weg. Ellbogen außen halten. Du könntest jetzt noch diagonal arbeiten, einfach einen Fuß auf das Knie ablegen und mit dem gegenüberliegenden Ellbogen in Richtung des Knies. Auch hier die Ellbogen außen halten. Und der Seitenwechsel. Dasselbe. Also eigentlich eine ganz klassische Übung, aber im Langhanteltraining nimmt man also immer auf jeden Fall noch eine Bauchübung dazu zum Schluss, um das Ganze abzurunden. Okay. Und
das war auch schon das Ende des ersten Teiles zum Langhantel-Workout. In den nächsten Wochen wird es noch einen zweiten und einen dritten Teil geben mit neuen Variationen bzw. neuen Übungen. Ich hoffe und wünsche mir, dass du ein bisschen was hier rausziehen konntest. Vielleicht kannst du etwas davon in deiner Stunde umsetzen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg. Ich freue mich übrigens über Kommentare. Das motiviert mich total, wenn ihr mir also irgendwas schreibt unterhalb des Artikels oder auch bei YouTube unter die Videos oder mir einen Daumen nach oben gebt, Kanal abonnieren und so weiter und so weiter. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.